Manche nennen ihn den Filmpaten, weil Uwe Peter fast jeden Film kennt. Seit 36 Jahren beschäftigt er sich mit Komödien, Thrillern und Serien. Die Videothek ist sein zweites Zuhause. Weil es einfach Spaß bringt. Das Produkt Film ist eine tolle Geschichte. Ich habe da sehr viel mit erlebt. Ich war auch sehr viel auf Reisen dadurch, was Filme betrifft. Und ich bin zwar schon Rentner vom Alter her, aber ich möchte noch so lange arbeiten, wie es irgendwie geht. Angefangen hat alles 1982, als es in Kiel kaum Filme zu leihen gab. Schnell hatte Peter 8 Läden in der Stadt und beschäftigte 90 Mitarbeiter. Das Geschäft mit dem Filmverleih boomte. Entwicklungen von der Filmrolle über VHS zur DVD und Blu-ray hat er mitgemacht. Doch die Zeiten haben sich geändert. Der Onlinehandel bestimmt mehr und mehr den Markt. Uwe Peter muss umdenken. Ich glaube, das ist diese Bandbreite über Filme, Merchandising, auch jetzt eben Möbel, also so Kleinmöbel. Und einfach dieses Stöbern und Flohmärkte, das wird ja immer mehr. Also es gibt ja auch sehr viele Fernsehsendungen, die sich damit befassen. Und das ist irgendwie ein Boom im Moment. Und ja, wir profitieren ein wenig davon. Einen Onlinehandel betreibt Uwe Peter mittlerweile auch. Sein Herz hängt aber an seiner letzten Videothek. Es ist der tägliche Umgang mit den Kunden, die Beratung, herauszufinden, welcher Film zu wem passen könnte, erzählt der 68-Jährige. Dabei kann er nach wie vor auf seine Stammkunden setzen. Ohne die würde es die Videothek vermutlich schon nicht mehr geben. Also erstmal kann ich auch hier den Besitzer fragen, ob er eine Empfehlung für mich hat. Der kennt die Filme alle, der weiß, was gerade so aktuell ist und ja, und dann hat er eigentlich immer eine Empfehlung parat. Und ja, das hat der Fernseher nicht für mich. Man hat ja nicht mehr so viele Gründe, eigentlich rauszugehen. Ist ja eher mehr so die Cyberwelt, wenn man es jetzt so sieht. Aber das ist eigentlich noch so eines der Dinge, die ich eigentlich gerne tue. Also halt noch mit den Eltern früher gewesen, jetzt mit der Freundin. Halt so noch ein bisschen Uldi-mäßig ist das halt. Ich möchte in die Videothek gehen, ich möchte schauen. Ich möchte Beratung haben, mich mit Menschen unterhalten über Filme. Und ja, das ist der Grund, warum ich noch in die Videothek gehe. Doch das Geschäft mit Filmen alleine würde sich nicht mehr rentieren. Seit 2015 hat sich der Jahresumsatz der Videotheken hierzulande von 165 auf 84 Millionen Euro halbiert. Deshalb hat sich Uwe Peter auf den 1500 Quadratmetern Ladenfläche breiter aufgestellt. So verkauft er nebenbei eben auch noch dies und das. Bei allen Schwierigkeiten, ans Aufhören denkt Peter noch nicht. Ich möchte so lange machen, wie es irgendwie geht und ich noch Ideen habe und man hat nette Kunden, die uns auch wieder unterstützen. Wenn sie, die merken halt auch, es ist nicht mehr so doll, aber es kommen immer noch wieder Stammkunden, die sagen, Mensch, ist schön mal wieder bei euch zu sein, ich war schon als Kind hier. Wenn man das immer hört, freut man sich auch. Mit seinen 68 Jahren arbeitet Uwe Peter noch immer 70 Stunden in der Woche, weil er seine Arbeit gerne macht, sagt er. Trotz großer Verluste in den vergangenen Jahren will er weitermachen und für seine Kunden da sein. In seinem zweiten Zuhause, der letzten Videothek in Kiel.